Ein Prost auf die Jugend, auf unsere Zeit, denn Kämpfe sind bald schon Vergangenheit. Wir streiten und kämpfen. Ja, Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play Scavenger Hunt Endliche. Wir sind hier, ja, im Tempel und Hirschen da von Falle zu Falle. Wir müssen jetzt das Geheimnis von Alduins Mauer herausfinden. Unser Führer ist Esbern. Und Delfine hilft uns und Großvater ist auch, ja, mit von der Partie. Tempel der Himmelszuflucht, Leute. Mal gucken, was uns da erwartet. Wir hatten da ein kleines Gefecht mit den Abgeschworenen am Eingang. Zwei Rätsel gelöst, obwohl, ja, Großvater, was ist mit dem Licht? Aha, kommen Sie schon. Gut. Ich habe nämlich keine Fackel dabei. Oh, Leute, das schaut cool aus. Seht euch das an. Ja, und Mucke gibt's auch keine. Wo sind unsere Begleiter? Die trödeln da hinten herum. Marsch, marsch, auf. Schaut euch die an. Atemberaubend. Hier seht ihr, wie die Akaviri-Handwerker langsam den fließenderen Nordstil übernommen haben. Wir sind wegen Alduins Mauer hier. Richtig, Esbern? Ja, natürlich. Ich denke, wir haben später noch Zeit, uns umzusehen. Sehen wir, was uns noch alles erwartet. Ja, Delfine schimpft auch schon mit ihm. Gut. Und Großvater hat nicht viel geschlafen, weil, ja, der hat sich an Delfine rangemacht und die ganze Nacht auf sie eingequatscht. Was ist denn da, ist da? Machst du ein Feuer? Shoas Knochen, da ist sie. Alduins Mauer, so gut erhalten. Noch nie habe ich ein schöneres Beispiel einer Akaviri-Reliefarbeit aus der frühen zweiten Ära gesehen. Wir brauchen Informationen, keine Geschichtsstunde. Ja, ja. Sehen wir mal, was wir hier haben. Delfine ist schon ein wenig streng, gell? Jetzt weiß ich, warum Großvater sie mag. So, die machen überall Feuer. Seht ihr, jetzt weiß ich, wer das ansehen hat. Da ist Alduin. Diese Tafel geht zurück zum Anbeginn der Zeit, als Alduin und der Drachenkult im Himmelsrand herrschten. Hier lehnen sich die Menschen gegen ihre Drachenherrscher auf. Der legendäre Drachenkrieg. Alduins Niederlage steht im Mittelpunkt der Mauer. Seht, hier fällt er vom Himmel. Die Nordzungen, Meister der Stimme, stellen sich gegen ihn auf. Und zeigt es, wie sie ihn besiegt haben? Sind wir nicht deswegen hier? Nur Geduld, meine Liebe. Die Akaviri waren kein unkompliziertes Volk. Alles ist in Sinnbilder und geheimnisvollem Symbolismus eingebettet. Ja, ja. Diese Ranken hier, die aus den Mündern der Nordhelden kommen, so stellen die Akaviri einen Schrei dar. Aber wir wissen nicht, um welchen Schrei es sich handelt. Wahrscheinlich um einen, der speziell mit den Drachen oder sogar mit Alduin selbst zu tun hat. Ihr meint, sie haben einen Schrei eingesetzt, um Alduin zu besiegen? Seid ihr sicher? Hm? Oh ja. Was? Sie hätten den Schrei wohl nicht so deutlich hervorgehoben, wenn er nicht wichtig wäre. Denkt daran, diese Mauer wurde als Aufzeichnung für künftige Klingen errichtet. Nichts an ihr wurde dem Zufall überlassen. Dann suchen wir also nach einem Schrei. Verdammt! Habt ihr je so etwas gehört? Nein. Ein Schrei, der einen Drachen aus dem Himmel holen kann? Oh, nein, nein, nein. Von sowas habe ich noch nie gehört. Ich habe befürchtet, dass ihr das sagen würdet. Dann bleibt uns wohl nichts anderes übrig. Wir müssen die Graubärte um Hilfe bitten. Ich hatte gehofft, wir könnten sie aus dem Spiel lassen. Aber uns bleibt keine Wahl. Was habt denn ihr gegen die Graubärte? Wenn es nach ihnen ginge, würdet ihr nichts tun, als mit ihnen dort oben auf ihrem Berg zu sitzen und mit dem Himmel zu reden. Oder was immer sie tun. Ja. Die Graubärte haben so viel Angst vor der Macht,
dass Sie sie nicht einsetzen wollen. Denkt darüber nach. Haben Sie versucht, den Bürgerkrieg zu beenden oder etwas gegen Alduin unternommen? Nein. Und vor euch, vor eurer Macht haben sie Angst. Vertraut mir, es gibt keinen Grund, sich zu fürchten. Denkt doch an Tiber Septim. Glaubt ihr, er hätte das Kaiserreich gegründet, wenn er auf die Graubärte gehört hätte? Ah, vielleicht haben die Graubärte ja recht. Macht kann sehr gefährlich sein. Nur wenn ihr sie nicht zu nutzen versteht. Alle großen Helden mussten lernen, ihre Macht einzusetzen. Ja. Diejenigen, die von ihrem Schicksal zurückgeschreckt sind, nun, von denen habt ihr noch nie etwas gehört, nicht wahr? Und dann gibt es noch die Schurken, die, die ihre Macht missbrauchen. Es gibt immer eine Wahl und es gibt immer ein Risiko. Doch wenn ihr in Furcht vor dem lebt, was schiefgehen könnte, tut ihr am Ende gar nichts, so wie die Graubärte droben auf dem Berg. Ja, das ist eigentlich einleuchtend, ja, aber gefährlich ist Macht ja schon. Ne? Ich sollte herausfinden, was Arngeier über diesen Schrei weiß, ja? Tja, gut, dass sie euch bereits in ihren kleinen Kult aufgenommen haben. Espen oder mir würden sie wohl kaum helfen, wenn wir darum bitten würden. Wir werden uns im Tempel der Himmelszuflucht danach umsehen, was die frühen Klingen uns sonst noch hinterlassen haben könnten. Es ist ein besseres Versteck, als ich mir erhofft hätte. Talos schütze euch. Seht her. Abgeschlossen, Alduins Mauer. Tafel. Die Prophezeiung, die Akaviri auf der Suche nach einem Drachenblut überhaupt erst nach Tamriel geführt hat. Hier sind die Akaviri, also die Klingen. Ihr seht ihre charakteristischen Langschwerter. Jetzt knien sie nieder. Ihre uralte Mission ist erfüllt. Das letzte Drachenblut tritt am Ende der Zeit gegen Alduin an. Hört ihr zu, Delphin? Ihr könntet etwas über unsere eigene Geschichte lernen. Ich kenne die Prophezeiung auswendig. Früher kannten alle Klingen sie. Wenn Tumult seinen Platz in den 8 Winkeln der Welt einnimmt. Wenn der Messingturm wandert und die Zeit neu geformt wird. Wenn die dreifach Gesegneten scheitern und der rote Turm erzittert. Wenn der Drachenblutherrscher seinen Thron verliert und der weiße Turm fällt. Wenn der Schneesturm da niederliegt, zerstört, königlos, blutend, dann erwacht der Weltenfresser und das Rad dreht sich auf das letzte Drachenblut. Ja, wow, da schaue ich aber, da höre ich aber. Nun, ich werde mich noch ein wenig umsehen. Mal sehen, was die alten Klingen uns hinterlassen haben. Ja, ja, das ist ein ausgezeichneter Vorschlag. Wer weiß, auf welche anderen verlorenen Schätze wir noch stoßen könnten. Okay, Espern, komm. Ihr müsst lauter reden. Ich bin auf dem rechten Ohr schwerhörig. Ja, ja. Habt ihr Ratschläge für den Kampf mit dem Drachen? Ihr habt Glück. Es gibt einen Segen, den die Klingen vor einer Schlacht erteilen. Er soll die Gedanken auf das Töten von Drachen einstimmen. Ich bezweifle, dass die Wirkung des Segens sehr lange hält. Kommt zu mir, wenn ihr euch auf den Weg macht. Und ich werde den Ritus durchführen. Ich frag das gleich noch einmal, ja? Habt ihr mir denn überhaupt nicht zugehört? Ist okay, ja, ja, Entschuldigung. Nur ihr könnt ich wollte ihn jetzt nicht. Die macht sich da breit? Was gibt es? Wenn es nach ihnen ginge, würdet ihr nichts tun, als mit ihnen okay. Dort oben auf ihrem Berg zu sitzen und mit dem Himmel zu reden. Oder was immer sie tun. Aber wir schauen uns da jetzt noch einmal kurz um. Weil, ja... Eisenstreitkolben, pipapo, was ist denn das? Drachenfluch. Das nehme ich doch gleich. Und das kaiserliche Schwert und das Zeug auch, ja? Noch ein Streitkolben. Die Streitkolben-Etikette. Da ist noch eine Truhe, die schauen wir uns auch noch an. Helm der Klingen. Oh, die Klingenausrüstung, ja? Cool. Die Rüstung. Hat ja auch nicht so schlecht. Die könnten wir verbessern eventuell, gell? Schaut cool aus.
Okay. Ah, vielleicht brauchen die Jungs und Delfine das Zeug, aber ich weiß es nicht. Ah, wir schauen da noch kurz drauf. Ah, der geht schon spazieren. Da ist braucht ihr etwas? Eigentlich nicht. Ich schaue mich nur kurz um hier. Da ist wahrscheinlich überall braucht Rüstung. Ihr etwas? Wolfspelz, ne. Das nehme ich gleich gar nicht mit. Ja, Licht. Ne? Licht wäre schön. Wir haben ja da irgendeinen blöden Lichtzauber. Komm her. Magie. Nicht jetzt speichern, bitte. Ja, okay. Alle irgendwas mit magisches. Ja, Leute, Kerzenschein, ja. Er schafft, zeigt sie, ja genau, das werden wir kurz ausrüsten und das. So, jetzt sehen wir auch was, ne? Okay, Unterkünfte, ja, komm her. Ich bin gespannt, ob da die Rüstungen drinnen sind. Ne, eigentlich nicht. Ich glaube, wir haben die einzige jetzt gestohlen und Esban hat jetzt keine mehr. Die hatten wir noch nicht, ja? Okay. Lassen wir das Zeug hier. Gibt es noch einen Raum irgendwo? Da schauen wir kurz noch rein. Da. Da geht es ja auch hoch. Oh, da gehen wir jetzt nicht einmal rein. Eventuell lösen wir den Trigger aus und das wollen wir hier auch nicht. Da. Mysteriös. Alles. Ah, da kommen wir raus. Cool. Wir laufen nur noch schnell rundherum. Dass hier keine Mucke ist, ist halt auch ein wenig schade. Großvater, wieso hast du deine Fackel nicht dabei jetzt? Und hier kamen wir dann her. Ja, genau. Delfine ist jetzt auch weg. Ah, die ist da vorne. Okay. Gut, Leute. In diesem Sinne, wir machen hier einen Schnitt, bevor... Und wir sehen uns dann bei den Graubärten wieder, ja? Wir haben jetzt die Geschichte von dieser Mauer und den Klingen und dem letzten Kampf mit dem Drachen gehört. Die Prophezeiung noch dazu. Und ja. Zum Licht war ich wünsche euch noch eine angenehme Nacht. Es lebt die Legende. Euer Toso. Ciao. Für wahr, das Drachenblut ist da.